Am 18. November diesen Jahres wollen es die Liechtensteiner noch einmal wissen und bitten alle interessierten Bürger an diesem Tag an das Kulturpalais in die Schlossallee. Der historische Gedenkstein von Luzi von Schönburg-Waldenburg, welcher sich zurzeit in Privatbesitz befindet, soll an diesem Tag nun endlich wieder in den Besitz der Stadt Liechtenstein kommen. Die Thüringer Wanderfleischer Irene und Werner Kästner stellen für diese Aktion extra zwei ihrer begehrten, handgefertigten Wanderstöcke bereit, welche an diesem Tag im Rahmen einer Auktion den Besitzer wechseln sollen. Unterstützung gibt es dabei auch von zahlreichen befreundeten Hoheiten rund um die Liechtensteiner Rosenprinzessin Alexandria die Erste. Also am 18.11. wird hier so eine Art Putzaktion stattfinden mit einer kleinen Versteigerung und einem Hoheitentreffen. Es haben sich viele Hoheiten bereit erklärt, hierher zu kommen und beim Spendensammeln mitzuhelfen, da ja noch nicht alle Spenden für den Stein gefunden worden. Ja, er soll ja restauriert werden. Ja. Und da haben sich viele Hoheiten dazu bereit erklärt, um mitzuhelfen. Perfekt, na das klingt doch noch etwas. Kommen Sie also am 18. November um 14 Uhr mit dicker Brieftasche vorbei und leisten Sie einen Beitrag zu diesem historisch bedeutsamen Projekt. Auch Firmen oder Vereine, welche gemeinsam mitbieten möchten, sind dabei gerne gesehen.